Gerade wenn man nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, hat man nicht mehr wirklich Lust zu kochen und auch gar nicht mehr die Zeit und schiebt sich meistens eine Tiefkühlpizza in den Backofen. Heute gibt es ein Rezept, das geht sogar noch schneller als eine Tiefkühlpizza. Dafür habe ich eine Hähnchenbrust, aber zuallererst schalte ich mir meine Pfanne ein und meinen Topf für die Nudeln. Und dann geht es auch schon ans Hähnchen. Ich habe jetzt hier so eine riesen Hähnchenbrust. Falls ihr eine kleinere findet, nehmt zwei. Die reicht jetzt für zwei Personen, also eine kleinere würde dann für eine reichen. So, die schneide ich in Scheiben. Das Schöne daran ist, das Rezept lässt sich wirklich recht einfach umsetzen. Ich habe mir extra überlegt, wie man es am besten macht, damit man es eben zu Hause, wenn man nicht so schnell ist mit dem Messer, trotzdem ganz einfach umsetzen kann. Wenn ihr eine Induktion habt, also ein Induktionsherd, dann solltet ihr die Zutaten zuerst schneiden und danach in der Pfanne braten. Denn die ist deutlich schneller als mein Elektroherd. Dann packe ich das Hähnchen noch gerade hier auf den Teller, denn meine Pfanne ist noch nicht so weit. Dann habe ich hier noch braune Champignons. Ihr könnt auch die weißen nehmen, je nachdem, was es bei euch gibt. Die haben nur ein bisschen nussigeren Geschmack, finde ich. Die schneide ich mir auch einfach nur in Scheiben. Und jetzt ist meine Pfanne auch heiß. Da kommt ein bisschen Öl rein. Etwas verteilen. Und mein Hähnchen anbraten. Aber noch nicht würzen. Dann habe ich noch eine Zehe Knoblauch. Die zerdrücke ich mir gerade auf dem Brett. So. Und dann kann ich sie ganz einfach hacken. Weil das Hähnchen angebraten ist, einmal wenden. Dann nochmal ganz kurz anbraten lassen. Dann kommen noch schon die Champignons dazu. Und die lasse ich noch ein bisschen mitbraten. Wer möchte, kann hier übrigens noch die Zwiebel mit reinschneiden. Das ist dann je nach eigenem Geschmack. Dann fängt hier hinten mein Wasser auch schon an zu kochen. Da kommen jetzt meine Nudeln rein. Da habe ich frische Nudeln aus der Kühltheke, denn die getrockneten Nudeln, die würden meinen Zeitrahmen sprengen. Das Wasser war übrigens schon gesalzen. Und die brauchen nur 2 bis 3 Minuten. Dann kommt mein Knoblauch mit in die Pfanne. Den dann auch noch ganz kurz mit anbraten. Noch ein bisschen würzen. So. Dann lösche ich das Ganze mit einem kleinen Schluck Weißwein ab. Nach etwa einer Minute ist der verdampft. Dann kommen die Erbsen dazu. Bei den Erbsen habe ich übrigens Tiefkühlerbsen. Die finde ich besser als die Erbsen aus der Dose. Die haben einen schöneren Eigengeschmack. Dann noch mit Sahne aufgießen. Ich mag es ganz gern, wenn noch so eine kleine Note Estragon mit drin ist. Den gebe ich jetzt auch dazu. Dann noch eine Prise Muskatnuss. So. Dann noch einmal aufkochen lassen. Damit die Soße ein bisschen cremiger wird, rühre ich sie mit ein klein wenig Stärke an, also angerührter Stärke. Nicht pur rein, sonst gibt es Klümpchen. Da kommt jetzt noch ein Teelöffel Kräuter dazu, und zwar habe ich jetzt Tiefkühlkräuter. Ja. Wenn ihr frische Kräuter habt, könnt ihr die natürlich auch sehr gut nehmen. Dann noch probieren. Fantastisch. Da kommen jetzt noch meine Nudeln mit dazu. So.
So. Und damit ist mein Essen auch schon fertig. Das Ganze hat jetzt gerade mal so 15 Minuten gedauert. Von daher, eine Tiefkühlpizza braucht ähnlich lange, da muss man ja schließlich auch den Backofen vorheizen. So, auf jeden Fall ist meins bestimmt gesünder als eine Tiefkühlpizza. Ich werde jetzt auf jeden Fall mein leckeres Essen genießen und euch verrate ich noch ein Rezept. Kochen muss nicht immer kompliziert sein. Gerade wenn es schnell gehen muss, sind die einfachsten Rezepte oft die besten. Deswegen schalte ich mir direkt die Pfanne ein, denn die dauert am längsten. Als zweites Rezept habe ich mich jetzt für ein Omelette entschieden. Das ist natürlich eine richtig feine Sache, gerade am Abend, wenn man nach Hause kommt. Es liegt nicht so schwer im Magen, von daher optimal. So, also zuerst schneide ich mir den Champignon. Dann nehme ich noch ein Stück Paprika. Das schneide ich mir in Würfel. Und dann möchte ich noch ein bisschen Zucchini mit drin haben. Aber da brauche ich nicht so viel. So. Was bei dem Rezept am längsten dauert, ist, bis die Pfanne heiß ist. So, dann kommt ein bisschen Butterschmalz rein. Dann starte ich mit der Paprika. Dann kann ich die noch ein bisschen anbraten. Nach so etwa einer Minute kommen meine Champignons dazu. Die möchte ich nämlich auch ein klein wenig anbraten. Nach einer Minute kommen dann auch meine Zucchini mit dazu. Das ganz gut durchschwenken. Dann mache ich noch ein paar Kirschtomaten mit rein. Mein Gemüse in der Pfanne würze ich schon mal. Etwas salzen. Pfeffern. Und dann kommen noch schon die Tomaten dazu. Für mein Omelette brauche ich noch 3 Eier. Dann kommt noch ein Schluck Milch dazu. Mein Gemüse mal durchschwenken. Dann habe ich noch ein paar Kräuter aus dem Tiefkühler, denn frische habe ich im Moment nicht. So, mal ein bisschen durchrühren. Das Ei würze ich mir dann auch noch gerade. Bisschen Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Mein Gemüse ist jetzt soweit angebraten. Da kommt jetzt mein Ei drauf. Dann schalte ich die Hitze aus. Die Restwärme reicht aus, um das Omelett fertig zu garen. Schiebe ich das Ganze schon mal auf eine Seite. Innen drin ist es noch richtig schön flüssig, aber es ist ja auch noch nicht fertig. Dann kommt jetzt noch etwas Butter in die Pfanne. Dann habe ich noch eine schöne Scheibe Brot, die habe ich mir gerade beim Bäcker geholt, beziehungsweise das Brot habe ich mir beim Bäcker geholt, das ist nur eine Scheibe davon. Das Brot lege ich dann in die Butter rein und so spare ich mir, dass ich das Brot extra mit Butter bestreichen muss. Nach etwa einer Minute ist das soweit fertig. Das Brot kommt auf mein Ei. Dann stürze ich das Ganze. Und schon ist mein Omelett fertig. Also noch schneller und einfacher geht nicht. Das ist jetzt für eine Portion, aber das ging so schnell. Die Pfanne ist warm. Da könnte man jetzt auch locker noch eine zweite Portion machen, bevor man so eine Pizza fertig hat. So, damit sind wir jetzt am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Viel Spaß beim Kochen!